zu unserem letzten weiteren Gast, Herr Niemeyer von der Art Projekt Unternehmen, zu kommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit habe, heute Abend hier zu sprechen. Möglicherweise bin ich einer der wenigen Vertreter der Immobilienwirtschaft heute Abend hier und freue mich aber umso mehr, mit Ihnen sprechen zu können und auch die Entwürfe der Leitlinien ein Stück weit zu reflektieren und auch die Perspektive aus Sicht eines Immobilienprojektentwicklers hier mit hineinzubringen. Jetzt muss man vielleicht sagen, dass die Art Projektgruppe kein ganz gewöhnlicher Entwickler ist. Wir sind seit 25 Jahren ein Berliner Unternehmen, haben unterschiedlichste Projekte realisiert, vom höherwertigen Wohnungsbau bis hin zum Sozialbau. Wir beschäftigen uns aktuell auch mit Industrieimmobilien, mit Gewerbeimmobilien und auch mit Hotelbau, das in Berlin und auch in Brandenburg. Das Thema Beteiligung ist für uns gar nicht unbedingt ein so neues. Das kennen wir beispielsweise aus B-Plan-Verfahren, da ist die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Und bisher, muss man sagen, war das häufig sehr enttäuschend, was eigentlich hier von der Öffentlichkeit auch als Feedback zurückkam. Denn einerseits gibt es ja diese Instrumente, wir wollen ja auch ein Stück weit, dass die Menschen sich dazu äußern, wie ein Vorhaben tatsächlich auch wahrgenommen wird, welche Bedenken, welche Sorgen es vielleicht gibt, um das Ganze auch in der Frühphase einer Planung, und da passiert ja Planungsrecht, das ganze Bebauungsplanverfahren, damit das auch aufgenommen werden kann. Da ist der Umkehrschluss daraus, dass vielleicht die Beteiligung nicht immer so war, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte, vielleicht auch Politik und Verwaltung sich das gewünscht hätten. Das kam auch in den Leitlinien durch, da muss Werbung dafür machen. Man muss Werbung dafür machen, dass Menschen sich auch einbringen und das vielleicht auch nicht nur bei einer einzelnen Veranstaltung, sondern mein Vorredner hat es gesagt, das ist echte Arbeit. Soll ein Ergebnis dabei rauskommen. Denn das, was wir uns als Projektentwickler, letztendlich auch als Investor wünschen, ist, wenn Anregungen kommen oder wenn Sorgen mit hineingebracht werden in ein Projekt, wie kann man es dann auch zur Zufriedenheit aller lösen? Und da ist ein Punkt, wo wir eigentlich eine große Chance sehen mit den neuen Leitlinien, die ja auch eine starke Unterstützung erfahren als Politik und Verwaltung, hoffentlich auch mit einem Budget unterlegt werden, die Leute auch durchhalten können, entsprechende Mittel bereitstehen, hier auch tatsächlich zu einem Input zu kommen von den Menschen, die betroffen sind von einem Vorhaben, der dann in einem Vorhaben auch tatsächlich mit umgesetzt werden kann. Und dann kommen wir zu einem Punkt, was kann denn eigentlich umgesetzt werden? Wie kann man sich tatsächlich mit einbringen? Vorhin ist das Stichwort Ergebnisse gefallen. Klar, die wollen wir natürlich auch haben. Das ist uns aus unserer Perspektive wichtig. Einmal ist es natürlich, dass diese Ergebnisse, die dann auch gemeinsam erarbeitet werden, so tragfähig sind, dass sie auch wirtschaftlich darstellbar sind, also tatsächlich auch realisierbar sind. Und der zweite wichtige Punkt ist der, und vielleicht auch mal, Sie kennen das möglicherweise, es wird lange geplant, niemand hat richtig Ahnung davon, was passiert da eigentlich genau auf der grünen Wiese dorthin, und eines Tages kommen dann die Bagger. Und dann machen alle auf. Und dann kommt es, ja, das ist leider bisher so gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen inzwischen wesentlich sensibilisierter dafür sind, an welcher Stelle man bei einem Vorhaben eigentlich auch noch eingreifen und auch etwas bewirken kann. Im schlechtesten Fall führt es dann dazu, wenn große Bedenken gegen ein Vorhaben vorgetragen werden, dass es dann vielleicht dann doch zu einem Aufstopp kommt oder einem Entwicklungsstopp, und dann ist eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Denn das führt auf allen Seiten zu Unzufriedenheit, es führt zu hohen Kosten, und dadurch werden vor allem die Spielräume, mit denen man hätte auch noch in der Planungsphase gestalten können, werden dann natürlich immer geringer. Und im schlimmsten Fall ist es gleich, wenn die Leute nicht an die Wand malen, aber kann so etwas auch zu Insolvenz des Vorhabenträgers führen. Ja, das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Deshalb also, frühzeitiges Einbringen ist eine richtige Sache und wichtige Sache, aber es ist aus unserer Sicht auch wichtig, dass die Akteure, die sich einbringen und mit am Tisch sitzen, auch ein Gefühl dafür haben, über das tatsächlich wirtschaftlich Machbare und Darstellbare. Das würden wir gar nicht vorgeben wollen, aber wir sind natürlich als Entwickler nicht dafür da, Nachhilfe in Betriebswirtschaftslehre zu geben. Deshalb ist meine ganz konkrete Anregung die, dass
ist ja in den Leitlinien vorgeschlagen worden, auch Fortbildung zu betreiben. Das heißt, wie laufen einerseits Beteiligungsprozesse ab, wie kann ich zu demokratischen Ergebnisfindungen kommen? Und ich würde gerne die kleine Anregung geben, vielleicht auch noch mit aufzunehmen, wie funktioniert denn eigentlich so ein Stadtentwicklungsprojekt von der monetären Seite her? Wo sind da denn eigentlich überhaupt Spielräume? Ja, und wenn diejenigen, die dann mit am Tisch sitzen, darüber Bescheid wissen, funktioniert so etwas grundsätzlich, kann man sich auch ganz anders einbringen und kann seine Ideen ganz anders vertreten. Und das wäre etwas, wo wir uns als Unternehmen sehr wohl mit anfreunden können. Wir haben gerade ein größeres Projekt auch in Kreuzberg vor, sind da in einem sehr aktiven Austausch mit dem dortigen Bezirksamt und denke auch auf einem guten Weg. Und da ist natürlich ein Beteiligungsverfahren ganz fester Bestandteil, ja, wie wir das machen wollen. Und wir merken auch, dass im Dialog, der mit den Anwohnern bisher, der mit den Vertretern der BVV bisher stattfand, ist unser Projekt, die ursprüngliche Projektidee, auch ein Stück weit gewachsen. Es ist nicht einfacher geworden dadurch, weil wir sind immer noch in einem Bereich, wo wir sagen können, ja, das kann funktionieren für alle Seiten, auch zur Zufriedenheit, und wir lernen auch voneinander. Und ich glaube, das kann auch für alle von Ihnen, die zukünftig in Gesprächsrunden mit Projektentwicklern sitzen, auch ein ganz wichtiger Ansporn sein, dass Sie ja auch etwas zu sagen haben und auch der Projektentwickler oder der Vorhabenträger von Ihrem Input auch profitieren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur diese Beziehung zwischen Politik und Verwaltung und den Bürgern zu betrachten, sondern da bitte noch jemanden in das Dreieck mit aufzunehmen, nämlich denjenigen, der eigentlich den Anschluss gegeben hat für ein Immobilienprojekt oder ein Stadtentwicklungsprojekt. Ja. Und häufig ist das die öffentliche Hand. Das ist nicht ganz richtig, es gibt ja auch viele öffentliche Wohnungsbaubetriebe. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die Privaten, und ich weiß auch, dass es natürlich da viele Vorbehalte gibt. Die Leute sagen, Mensch, wir sind doch diejenigen, denen das Grundstück gehört oder die Immobilie gehört, und warum sollen wir uns denn von den Leuten vorschreiben lassen, was wir da eigentlich machen können? Und ja, die gibt es natürlich auch, aber ich weiß auch von vielen Kollegen, dass da mehr Offenheit besteht, hier in einen produktiven Dialog einzutreten, als vielleicht mancher so gerne glaubt. Und wenn die Akteneinsicht vielleicht nicht sofort gewährt wird, warum nicht auch mal zum Telefonhörer greifen und den Vorhabenträger anrufen? Mehr als Nein sagen kann er erstmal nicht, und eigentlich ist er schlecht beraten, wenn er das tut. Deshalb möchte ich eigentlich ein Stück weit dazu ermuntern, partnerschaftlich an solche Projekte heranzugehen. Wie gesagt, das klappt vielleicht nicht mit jedem, aber mit dem einen oder anderen wird das gehen. Und das Schöne ist doch, wenn man dann hinterher gemeinsam zu einem guten Ergebnis gekommen ist, dass er vielleicht dann auch mal dann auch gebaut wird, wo dann auch Menschen wohnen können, die auch gerne drin wohnen. Und da ist man vielleicht dann sagt, Mensch, wir haben hier gut zusammengearbeitet, sodass das auch tatsächlich realisiert werden konnte, dann glaube ich, ist das doch eigentlich das schönste Ergebnis, das man haben kann. Ich möchte das nicht idealisieren an Menschen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass große Stadtentwicklungsprojekte in Berlin werden immer schwer sein. Es wird immer darum gehen, große Hürden zu überspringen. Wir haben einmal das wirtschaftliche Momentum, dazu haben wir diese auch für uns teilweise überhaupt nicht nachvollziehbaren Lohnpreise. Ja, das war, wenn ich das mal vorstelle, früher hat man Grundstücke quasi gekauft und wartete eigentlich, bis der Zeitpunkt reif war, dass man damit etwas entwickeln kann. Das geht heute gar nicht mehr. Wenn Sie ein Grundstück kaufen, die sind so unglaublich teuer, es tickt sofort eine Zinsuhr, und Sie müssen eigentlich schnell in die Entwicklung hineingehen, schnell in die Planung hineingehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch bei Beteiligungsprozessen Planungssicherheit zu haben. Das heißt, dass Sie als Entwickler weiß, wie lange dauert denn, vielleicht muss ich das stellen, wie lange dauert denn eigentlich mein Beteiligungsprozess? Wie muss ich den eigentlich in meinen Projektablaufplan einpacken? Ja. Also zurück zu diesen schwierigen Rahmenbedingungen, Notwendigkeiten, wir wissen alle, der Platz wird kleiner in der Stadt etc. Die Herausforderungen werden größer dadurch, und deshalb wird es auch nur in einer gemeinsamen Anstrengung gehen. Denn letzten Endes, und das muss man glaube ich auch wieder allen den Marktteilnehmern klar machen, wir leben ja alle in dieser Stadt und wollen auch, dass diese Stadt lebenswert bleibt für uns als Bürger, für unsere Kinder, für die nachfolgenden Generationen. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht, meines Unternehmens wichtig, auch Scheuklappen abzulegen, Berührungsängste abzubauen und auf die Leute zugehen. Und wenn es beim ersten Mal noch nicht geklappt hat, das vielleicht auch ein zweites und drittes Mal zu versuchen. Vielleicht noch ein paar kleine Anregungen. Ich habe leider, dass wir mal ein Papierskript abhanden gekommen, aber ich hoffe, dass ich alle Punkte so aus dem Gedächtnis heraus abgearbeitet habe. Ich habe beispielsweise gelesen, dass der
Beirat als wichtiges Gremium alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden sollte, ganz pragmatischer Rat. Ich kann nur raten, dass man das ein bisschen shiften sollte, damit eben nicht nach 2 oder 3 Jahren einmal die komplette Erfahrungskompetenz abhanden kommt. Also auch da sollte man für Sorge tragen, dass das also sozusagen von Generation zu Generation dann auch die Erfahrungen weitergegeben werden können. Und wie gesagt, das habe ich eben schon so ein bisschen angerissen, einfach bei der Aufstellung dieser Leitlinien auch ein Stück weit die Perspektive der Vorhabenträger mit betrachten. Das wäre mein Anliegen für heute Abend. Herzlichen Dank.